Hallo, hallo, hallo. Hier ist wieder Schoki Banoki on the road. Ja, das Gehör ist jetzt weg. Ja. Und wir haben heute wieder, was haben wir heute für ein Thema? Heute haben wir tolle Gesetze. Ah, kuriose Gesetze haben wir heute wieder mal am Start. Und diese kuriosen Gesetze, das gucken die uns hier als ins Auto rein. Tja. Das ist das Ducati Racing Team. Ja, und jetzt? Ja, hinterher. Hey, die wollen, glaube ich, ein Interview. Ja, egal. Wir haben hier Wichtigeres zu tun. Kuriose Gesetze. Aus genau. Welchem Land? Ah, aus welchem Land wohl? Aus Nebraska, Amerika. Ja, also Nebraska hätte ich jetzt als erstes gesagt. Ja? Ja. Sehr schön. Und zwar gibt es da eine Stadt, die heißt Hastings. Hast du vielleicht schon mal gehört? Hastings? Ja. Nein. Okay. Da sind sämtliche Hotelbesitzer gesetzlich dazu verpflichtet, jedem Gast ein sauberes und geplättetes Nachthemd zur Verfügung zu stellen. Geplättet, das keinem gebügelt. Paar, auch keinem Ehepaar, ist es gestattet, nackt miteinander zu verkehren. Sex ist erst legal, nachdem sie sich eines dieser sauberen, weißen Baumwollnachthemden angezogen haben. Was willst du? Ja. Und da sind so Löcher drin, oder was? Ja, nur für die Genitalien. Im Ernst? Nein. Weiß ich nicht. Die werden es wahrscheinlich hochziehen und. Aber also du musst das Nachthemd, sonst verstößt du gegen. Musst du es die ganze Zeit so halten, so? Ja, das ist ja das Geile. Du kannst. Jetzt wird es ein bisschen sexistisch. Die Frau nimmt das Nachthemd in den Mund, zwischen die Zähne. Und jetzt denkst du, die Klappe. Ja, kannst du richtig durchknattern und dann Ole Ole. Was machst du mit deinem Nachthemd? Mit mir will ja keiner Sex. Bei Männern ist ja einfach. Ja. Du hältst ja immer, legst einfach so oben drauf. Genau. Ja. Wird so zusammengekräuselt, ne? Und legst oben drauf. Was kräuselst du beim Sex zusammen? Das ist ja ein Nachthemd. Gott sei Dank. Das Nachthemd wird zusammengekräuselt so, legst du oben drauf, fertig! Tata! Ja. Bereit! Und bei der Frau, die muss es halt immer so ziehen. Aber warum müssen die ein Nachthemd anziehen? Gut, kommen wir mal zum Ursprung der Frage zurück, ja. Du hast recht. Warum müssen die Nachthemd anziehen? Also es ist nicht so, als hätte ich die Antwort. Ach so, aber man kann es ist nur dieses kuriose Gesetz und wir können jetzt Mut messen, warum man ein Nachthemd anziehen muss. Ergibt das einen Sinn? Sind das Mormonen in der Nebraska? Da gibt es sicherlich auch Hormone. Also jedenfalls sind sie sehr prüde. Nebraskenesen. Sind sehr brüde. Die heißt Nebraskianer, aber danke fürs Mitspielen. Ja, genau. Weiß ich nicht, also zumindest sind sie mir dafür nicht bekannt. Also ich kenne keine Pornodarstellerin aus Nebraska. Wenn ich jetzt antworten müsste, was ich nicht möchte, könnte ich dir vielleicht ein paar aufzählen. Also mir fallen da so ein paar ein. Aber ich weiß auch keine. Und das waren nur die Männer. So. Ja. Also. Weil einfach, ja, ich weiß. Der Bürgermeister von. Der Präsident Essex. Von Essex, genau. Essex? Essex? Die Sportfirma? Nein. Hä? Hastings in der Hastings. Baska. Hastings. Der und da gibt es keinen Präsidenten, da gibt es einen Bürgermeister. Der Bürgermeister ja. Von Hastings. Ja. Der ja. Ist ja. Der Sohn. Ja. Eines Nachthemdenherstellers. Deswegen ist das zack, ins Gesetz das aufgenommen worden. So eine bescheuerte Theorie, dass sie schon wieder wahr sein könnte. Ja, das kann auch sein. Na gut. Das sind irgendwelche Machenschaften da am... Apropos machen, machen wir doch einfach mal weiter. Ja, schön. In West Virginia. Virginia. West Virginia. Ja. In Nicholas County ist es Pfarrern gesetzlich untersagt, von der Kanzel aus Witze zu erzählen. Das muss man sich mal vorstellen. Du bist geistlicher Pfarrer, ja? Und du hast eine humorvolle Ader. Du musst jedes Mal die Scheißkanzel runter, deinen Witz erzählen, lachen und wieder hoch. Genau. Wie bescheuert ist das denn? Deswegen sind die humorvollen Pfarrer... Ach so, so. Nee. Ja, total sportlich. Aber voll sportlich. Die sind durchtrainiert, die haben Beine so... Die haben so wart, so wart. Echt, also, ohne Scheiß. So wart. Weil die jedes Mal runter müssen, ja. Den Witz erzählen tata. Und dann wieder hoch. Und dann so... Tippel. Ja. Gemeinde, kommt ein Mann beim Arzt. Tippel, wieder hoch. Ja. Lachen sich alle den Arsch weg und er ist so, ah, das ist mir doch was eingefallen. Tippel. Ja. Der nächste ist, geht ein Pferd in die Metzgerei. In die Kneipe, warum so ein langes Gesicht? So. Das ist ja egal. So, und dann wieder tippel hoch und dann so, ah, da wo er gerade lacht, da ist mir noch was eingefallen. Tippel, wieder runter. Und das geht den ganzen Tag so. Das ist ja scheiß Gottesdienst, ist dann mal einmal. Hör mal, wir haben noch eine wirklich witzige Geschichte. Die muss ich jetzt noch mal reindrücken. Und zwar, es ist Piloten verboten,
nicht bei Toten an den Hunden rumzuknoten, sondern es ist Piloten verboten, weiblichen Flugschülerinnen mit einem Staubwedel unter dem Kinn zu streicheln, um so ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Das ist eine Regel aus Columbia, Pennsylvania. Also diese Flugschülerinnen dürfen nicht... Nicht mit einem Staubwedel. Nicht mit einem Staubwedel. Warum hat man denn ein Staubwedel im Cockpit? Naja, damit den Flugschülerinnen gleich gezeigt wird, wie so ein Cockpit sauber. So läuft's hier. Wenn ihr fertig bist, wird erstmal durchgewedelt. Mit einem Staubwedel. Ja. Alles andere ist okay. Ihr könnt einen Hammer nehmen, Schlagbohrmaschine, Feder. Ihr könnt eine Feile. Eine Feder. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Mit der Schlagbohrmaschine möchtest du unter dem Kinn kitzeln. Darfst du. Also dürftest du. Du kannst ja ganz leicht. Ja, das ist so genau. Das Akku fast leer. Keine Angst, der Akku ist fast leer. Also, achso, dann darfst du, ist okay. Ja, ja. Genau, ja. So ist das. Macht ja Sinn. Vor allem, dieses Gesetz wirft so viele Fragen auf. Staubwedel, Piloten mit ihren Flugschülerinnen. Unterm Kinn. Das heißt, überall im Gesicht darfst du sonst. Ja, genau. In den Ohren so. Wenn du Busfahrer bist, darfst du das machen. Genau. Wenn du Kapitän bist auf dem Schiff, darfst du das machen. Mitten im Anflug von der Startbahn, von der Landebahn so. Und dann macht er so, fimmel in meinem Ohr. Ha, darf ich. Ja, im Ohr darf er. Und dann so voll der Crash hier, weil er abgelenkt war. Und so. Wieder mal Crank, absolut Crank. Und dann sagt die Polizei, ja, Moment, der hat mich ja, sie haben ihn abgelenkt. Haben Sie die Pilotin unterm Kinn abgelenkt? Flugschülerin. Das ist also, nein, da bin ich safe. Bei Pilotinnen darfst du es, Flugschülerin. Also, haben Sie die Flugschülerin unterm Kinn abgelenkt? Sagt also, nein, nur im Ohr. Genau. Oh, dann ist es wieder legitim. Dann entschuldigen Sie bitte die Störung. Machen Sie weiter. Entschuldigen Sie die Störung, ist geil. Ja, genau. Ja. So ist es. Das war's. Wieder mal. Schoki, Wanuki, kuriose Gesetze. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja. Schaltet wieder ein. Cheerio, bis Sophie. Bye, bye.